In diesem Video teste ich das LSP5-Diktiergerät von OM Systems. Ja, dieser kleine Helfer ist erst seit ein paar Monaten auf dem Markt und hat jetzt schon den Ruf weg, unter Hi-Fi-Enthusiasten und unter Musikliebhabern das Gerät der Wahl zu sein. Und genau das werde ich jetzt untersuchen. Das heißt, wie ist der Lieferumfang, wie ist die Bedienung, welche Funktionen bietet das Gerät, welche Aufnahmemodis werden geboten. Und ich werde natürlich auch einen Live-Test machen mit Sprachaufnahmen. Und dann genau die Sprachqualität oder die Soundqualität dieses Gerätes überprüfen und schauen, ob sich seine Vorschusslorbeeren wirklich verdient hat. Jetzt geht es los. Hallo, mein Name ist Chris und ich betreibe nun schon seit Jahren den Diktiergeräte-Ratgeber unter diktiergerät-tests.de. Auf diesem Ratgeber, als auch hier auf diesem YouTube-Kanal, findest du zahlreiche Tests, Ratgeber, Tipps und Tricksartikel rund um das Thema Diktieren, Diktiergeräte und Transkribieren. Ich bleibe bei dem Thema am Ball, halte euch up to date und hau auch ständig Tests von neuen Diktiergeräten raus. Wenn du da auf dem Laufenden bleiben willst, dann abonnier doch einfach hier diesen YouTube-Kanal. Ich habe schon vor etwas längerer Zeit das Olympus WS 853 getestet für die Mittelklasse-Anwender. Ich habe jetzt vor kurzem erst das Olympus DS 2600, ja, für die normale Büroanwendung in Konferenzen und Seminaren und Meetings getestet. Beide Links zu den Tests findest du nochmal unten in der Videobeschreibung, als auch hier oben als Videotest. Kannst du dir alles nochmal ganz genau anschauen oder nachlesen. Und jetzt habe ich hier einen neuen Kandidaten von OM Systems. Das ist nämlich das LSP5, ein Gerät, was gemacht sein soll für Hi-Fi-Fans, Musikenthusiasten, sogar für Ornithologen, die ihr Vogelgezwitscher damit aufnehmen wollen, wurde mir gesagt. Und ich werde es ganz, ganz besonders wert in diesem Test auf die Sound- und Klangqualität legen, weil dafür hat es quasi seine Vorschusslorbeeren schon bekommen und die möchte ich ganz genau überprüfen. Ein was noch vorweg. Dieses Testvideo ist ein Begleitvideo zu meinem ausführlicheren schriftlichen Test auf dem Diktiergerät Ratgeber. Den Link zum Test findest du unten in der Videobeschreibung und in dem Test findest du nochmal ganz, ganz ausführlich dieses Diktiergerät schriftlich getestet, mit Alternativ, mit Pro und Kontras, mit anderen Modellen im Vergleich und so weiter und so fort. Also da lohnt sich auch nochmal der Blick drauf. Wie gesagt, Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zum Lieferumfang. Hier in diesem wunderschönen, schicken, schwarzen Karton befindet sich das Diktiergerät. Ja, sehr kompakt verpackt mit wenig Verpackungsmüll, finde ich schon mal gut. Dann haben wir hier natürlich das gute Stück, auf das kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Wenn ich dann genau auf die Verarbeitung und die Bedienung eingehe, legen wir erstmal kurz zur Seite. Ach so, interessant ist natürlich, dieses Diktiergerät arbeitet mit zwei AAA-Batterien. Die liegen dem Paket auch schon bei, das heißt, die musst du nicht extra kaufen, du kannst direkt loslegen. Und ja, interessant ist die Wahl, dass man hier auf einen internen Akku verzichtet hat. Hat Vor- und Nachteile, kannst du auch nochmal auf meinem Ratgeber nachlesen, für welche Anwendungsgebiete das jetzt besonders gut ist, dass ich jetzt auf normale Batterien setze. Auf jeden Fall bist du flexibler, auch bei Außeneinsätzen, langfristigeren Außeneinsätzen, jenseits von Steckdosen, kannst du dieses Gerät hier ja auf jeden Fall langfristig auch gut benutzen. Und die Batteriedauer war in meinem Test so ungefähr bei 30 bis 35 Stunden, was auch ein relativ guter Wert ist. Was haben wir hier noch? Ein USB-Kabel, relativ kurz. Zur Verbindung des Diktiergerätes mit dem Computer. Hätte man gerne etwas länger wählen können, sei es drum. Ich habe zu Hause noch genug Kabel da liegen und habe mir ja, ein etwas längeres für den Test geschnappt, weil das war mir dann doch etwas zu kurz. Und als letztes haben wir hier noch die Basic-Anleitung, wirklich in allen möglichen Sprachen. Hier haben wir auch gerade Deutsch. Ja, und du siehst, es wird wenig mit Bildern gearbeitet, es werden die nötigsten Dinge hier erklärt und du wirst auch dann gleich merken im Test, ob der vielen Funktionen, die das Gerät selber bietet, ist die Anleitung echt ein bisschen dürftig. Da gibt es aber im Internet nochmal eine ausführlichere Anleitung, verlinke ich dir im schriftlichen Test auf jeden Fall mit, sodass du da auch direkt losstarten kannst. Ja, was gibt es generell zum Lieferumfang zu sagen? Also neben dem Diktiergerät und dem Kabel und der Anleitung ist es der absolute Standard, den hier OM Systems bietet. Ich hätte mir jetzt gerade, weil die Zielgruppe der soundaffinen Leute angesprochen wird, noch zum Beispiel mehr Zubehör gewünscht, die gerade genau diese Zielgruppe benötigt, wie zum Beispiel auch einen Windschutz, wie du ihn hier siehst. Den kannst du zwar natürlich nachkaufen im Zubehörsortiment, aber wäre natürlich schön gewesen, wenn er einfach mit dabei gelegen hätte. Und ansonsten kann man jetzt hier nicht viel sagen und nicht viel meckern. Das Notwendigste ist da. Du kannst auf jeden Fall direkt loslegen und das tun wir jetzt auch. Okay, noch ein paar Worte zur Verarbeitung des Gerätes. Wie du siehst, es ist super klein und recht kompakt hier. Es ist auch ordentlich leicht, liegt aber dennoch gut in der Hand. Ich kann alle Tasten hier mit meinem Daumen auch in der Einhandbedienung gut erreichen.
Ja, und um welche Tasten sprechen wir hier? Wir sprechen hier um die normale Steuerkreuzbedienung, die jedem geläufig sein soll, der irgendwo mal ein Gamepad in Hand gehabt hat. Finde ich relativ gut. Wir haben hier die Funktionstasten, wie ähnlich wie bei dem Olympus DS12600, was ich auch schon getestet habe. Link, wie gesagt, gibt es nochmal in der Videobeschreibung. Wir haben hier die Menütaste, von der ich jederzeit quasi in die Einstellungen springen kann. Stop, Record, selbsterklärend, löschen und dann verschiedene Steuerungsmodi für Aufnahme und Wiedergabe hier über das Steuerkreuz. Alles soweit ganz gut. Das Display, gut, ist natürlich, dadurch, dass das Gerät jetzt relativ kompakt ist, auch etwas klein. Werden wir gleich nochmal testen, wie das auf sich auf die Bedienung auswirkt. Wir haben hier die Klinkenanschlüsse an der Seite für Mikrofon und Kopfhörer. Zudem habe ich auch noch die Möglichkeit, meine Kopfhörer Bluetooth anzuschließen. Komme ich gleich noch drauf. Hier natürlich den Power-Schalter. Zum anderen hier auf der Seite einen Speicherkartensteckplatz, um den internen Speicher von 16 GB entsprechend dann auch mit externen Speicherkarten zu erweitern. Ist auch anzuraten, weil wenn ich jetzt gerade schon in so einem hochwertigen Format wie das FLAC-Format zum Beispiel dann aufnehme, das braucht schon etwas mehr Speicherplatz. Und wenn ich das dann ernsthaft betreibe und dann auch hier meine Sprachdateien archivieren möchte, komme ich dann irgendwann schon mal an meine Grenzen. Ja, das Highlight ist jedoch hier dieses Mikrofon, dieses Drei-Wege-Mikrofon in V-Form ausgerichtet. Ich habe zwei Außenmikrofone, ich habe dieses Sendermikrofon und das sieht mir schon sehr, sehr hochwertig aus, auch in Aluhäuser gepackt, wahrscheinlich auch resonanzarm hier verarbeitet. Das werden wir dann im Klangtest einfach nochmal ganz genau prüfen. Auf jeden Fall, das Mikrofon ist zumindest jetzt vom ersten Eindruck über jeden Zweifel erhaben. Wie gesagt, checken wir dann nochmal im Klangtest. Ansonsten, ja, was kann ich noch sagen? Das Gehäuse ist jetzt leider aus Plastik. Das hatten wir auch beim Olympus DS 2600 auch schon und werden wir auch beim DS 9500, haha, Spoiler-Alarm, auch haben. Das heißt, hier setzt Olympus oder OM Systems mittlerweile auf das bewährte Kunststoff. Ich hätte mir dann vielleicht auch doch schon in der Preisklasse etwas Hochwertigeres gewünscht, aber sei es drum. Was gibt es noch zu sagen? Ich habe auf der Rückseite hier ein entsprechendes Gewinde, um zum Beispiel Stative, ich habe jetzt einfach mal hier ein einfaches genommen, entsprechend hier zu montieren und das Diktiergerät in mein Aufnahmesetting besser zu integrieren und auch möglicherweise zu entkoppeln, wenn ich das möchte. Kommen wir mal zur Bedienung. Nachdem ich ja die Batterien hier eingelegt habe und über den Schalter Power das Gerät angeschalten habe, wäre ich natürlich zuerst gefragt, wie auch bei jedem anderen Diktiergerät, okay, welche Datums- und Zeiteinstellungen möchte ich machen? Gewisse Grundeinstellungen werden abgefragt. Unter anderem auch, welche Art von Batterien ich verwende, also ob ich jetzt hier Einmalbatterien oder wiederaufladbare Batterien verwende. Und danach komme ich sofort in diesen Homescreen hier, wo ich die Möglichkeit habe, zwischen Musikwiedergabe, wo ich die Möglichkeit habe, den Recorder anzuwählen, mit all seinen Möglichkeiten, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber auch die Möglichkeit, einen Kalender aufzurufen, indem ich meine gesamten Aufnahmen hier zeitlich geordnet wiederfinde. Dann gehen wir jetzt einfach mal in das Herzstück rein, nämlich die Recorder-Anwendungen. Und hier siehst du schon, bei meinem Test habe ich verschiedene Ordner angelegt. Gut, das mit den Ordnern Folder 1, 2, 3 oder ABC gibt es ja bei vielen Diktiergeräten. Interessant ist aber bei diesem hier, ich kann, wenn ich einen neuen Ordner anlege, nicht nur, ja, abstrakte Namen wie Folder 1, 2, 3 nutzen, sondern auch direkt schon Namen, die Auskunft über mein Anwendungsgebiet geben. Ich kann zum Beispiel ein Folder speziell für Musik machen, für Videoaufnahmen, Podcastaufnahmen, Konzertaufnahmen, Außenaufnahmen und so weiter und so fort. Also all das kann ich hier tätigen und entsprechend dann meine Aufnahmen in diese Ordner hier einsortieren. Klappt doch ganz gut. Wir schauen mal in einen Ordner rein und hier sehe ich dann, habe ich dann direkt auch schon meine ja, letzten Aufnahmen, die ich kürzlich gemacht habe, mit einsortiert und kann dann mit dem Folder-Tasten hier durch die Ordner ganz bequem durchspringen. Ihr seht auch hier zum Beispiel, ich kann Dateien entsprechend sperren. Bedeutet dieses Schlüsselsymbol. Das heißt, sie sind gesichert durch oder vor Löschen. Ich kann Dateien aber auch ja, jederzeit abhören. Logischerweise habe die Möglichkeit, Indexmarken zu setzen. Kann aber Dateien auch nochmal ja, speziell nicht direkt umbenennen, aber kann ihnen Labels geben. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal hier reinschaue, du siehst das hier, hier habe ich das Label Important und OK gegeben. Es gibt auch noch weitere vorgefertigte Labels, die ich an Dateinamen dranhängen kann, um dann zum Beispiel auch den Transkriptionsbüro oder mir für die Nachbearbeitung noch wichtige Informationen mitzugeben. Und die Dateien mir besser auch verständlich zu machen, was ich wann wo aufgenommen habe, mit welchem Hintergrund und wie jetzt gerade der Status dieser Datei ist. Okay, und über die Menütaste komme ich auch wirklich auf das Herzstück des Diktiergerätes, nämlich
die unglaublich mächtigen Einstellungen. Also hier findest du wirklich alles, was das Herz begehrt. Und wenn du jemand bist, der seine Soundeinstellung wirklich akribisch dann auf seine Umgebung, auf seine Anwendungsgebiete justiert hier, der kann wirklich hier alles Mögliche finden, um dann fein zu justieren. Beispielsweise bin ich jetzt hier gerade im File-Menü. Wie gesagt, alles vorzustellen würde absolut den Rahmen dieses Tests hier sprengen. Ich gehe nur ganz kurz durch. Ich kann natürlich hier verschiedene auf Dateienebene verschiedene Funktionen machen, wie Dateisperren, Kopier und Verschieben-Aktionen machen. Ich kann Lautstärke-Anpassungen machen, Fade-In, Fade-Out. Ich kann, was ich hier vorhin schon gesagt habe, meinem File noch verschiedene Labels anhängen und so weiter und so fort. Also das klappt wunderbar. Dann sind wir hier im Menü der Record-Settings. Hier gibt es am meisten einzustellen. Ich glaube auch, wenn du etwas experimentieren möchtest, wirst du dich in genau diesem Menü am meisten wohl rumtummeln. Unglaublich viele Justierungsmöglichkeiten. Zum Beispiel hier den Record-Mode, wo du dein Dateiformat wählen kannst. Ich wähle das deswegen mal aus, weil ich mal ganz kurz auf dieses FLAC-Format, also FLAC-Format eingehen möchte. FLAC ist ein Format, was Audiodateien verlustfrei komprimiert. Damit ist es ja der CD qualitativ ebenbürtig und genau das Richtige, um die perfekte Aufnahmequalität ohne Einbußen festzuhalten, zum Beispiel für hochwertige Musikaufnahmen oder Vogelgesänge. Und dadurch, dass hier keine Komprimierung stattfindet, sind die Dateien natürlich auch etwas größer als beim eher verlustbehafteteren MP3-Format. Weitere Details über die Dateiformate findest du unten in meinem Ratgeber. Ich habe im Test fast nur dieses Format hier gewählt. Möglich ist auch noch, dass du hier deinen Aufnahmeradius einstellst, von relativ fokussiert bis auf sehr breit gefächert. Bieten auch nicht alle Diktiergeräte. Du kannst dir verschiedene Filter einstellen, du kannst dir verschiedene Szenen noch einstellen und so weiter und so fort. Also das lohnt sich wirklich mal hier einfach durchzuschauen und entsprechend etwas Zeit mitzubringen. Ja, und natürlich abschließend auch dasselbe noch für die Wiedergabe. Auch hier gibt es diverse Möglichkeiten noch, die Wiedergabe anzupassen. Und abschließend natürlich auch die Systemeinstellungen, die wir hier nicht vergessen möchten. Interessant wird es dann nochmal bei dem Thema Bluetooth, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Also du siehst, es gibt unglaublich viel hier, sich mal anzueignen, anzuschauen. Und was ich jetzt aus meinem anderthalbmonatigen Test auch bestätigen kann, ist, dass wenn du hier die richtigen Einstellungen triffst und wenn du hier ein bisschen experimentierst, kannst du einiges noch an Soundqualität rausholen. Es lohnt sich wirklich einfach mal ein bisschen Zeit zu investieren hier. Übrigens, mit langem Druck auf die Menütaste kannst du in den Szenenmodus ganz schnell reinwechseln und die Szene raussuchen, die jetzt gerade deinem Aufnahmeverhalten am ehesten entspricht, wie zum Beispiel hohe Geräuschkulisse, Diktat, Meetings, Konferenzen und so weiter und so fort. Und du hast auch noch die Möglichkeit, zwei individuelle Profile anzulegen und die hier entsprechend abzurufen. In Sachen Bedienung haben wir natürlich jetzt hier nur dieses kleine Display, was so ein bisschen dem kompakten Gehäuse geschuldet ist, inklusive der Bedientasten. Da hilft auf jeden Fall, und das kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal einen Blick auf die App zu werfen. Die gibt es kostenlos sowohl für Android als auch für iOS. Ich habe es mir zum Beispiel aus dem Play Store runtergeladen und kann damit noch viel, viel besser mein Diktiergerät steuern. Alles, was dazu benötigt wird, ist wieder die Bluetooth-Verbindung und eine Kopplung über ein Passwort. Das klappt in weniger als einer Minute bei mir. Wunderbar, problemlos. Der Vorteil, die Steuerung von Aufnahmen und Abspielen, ich zeige jetzt einfach mal ein paar Screenshots von meinen Tests, gelingt so viel, viel einfacher. Bei der Aufnahme wird der Pegel der Aufnahme anschaulich dargestellt. Die Bedienung ist auf dem großen Smartphone-Display natürlich nochmal deutlich einfacher, nach meinem Empfinden. Die Verzögerung zum Diktiergerät ist dabei minimal, also fällt kaum auf. Und ansonsten finde ich alle Funktionen des Diktiergeräts auch hier wieder, sogar mehr noch. Hier kann ich zum Beispiel auch Dateien komplett umbenennen. Und ich kann übrigens die App auch gleichzeitig zu meinem Bluetooth-Kopfhörer nutzen. So kann ich Aufnahmen zum einen editieren, zum anderen auch parallel direkt abhören. Wunderbar. Was richtig gut ist, ist diese Bluetooth-Connection, die dieses Gerät bietet. Du kannst es zum Beispiel mit externen Laptops, mit Headsets verbinden. Du kannst es aber auch, wie hier im Beispiel, zum Beispiel mit diesem ganz, ganz einfachen Galaxy Buds Pro verbinden und dann entsprechend auch deine Aufnahmen direkt über Kopfhörer abhören. Und du siehst auch hier, dieses Pairing klappt wunderbar und genau das habe ich im Test sehr, sehr häufig gemacht. Das heißt, ich habe zwar jetzt nicht die Galaxy Buds Pro, sondern meine richtigen Kopfhörer hier per Bluetooth verbunden und dann entsprechend auch vom Gerät meine Sprachaufnahmen über die Kopfhörer direkt abgehört, teilweise auch sogar live während der Aufnahme. Klappt alles wunderbar und auch dieses Pairing hier geht problemlos vonstatten. So, und jetzt komme ich zum Herzstück meines Tests, nämlich genau den Klangtest. Ich probiere dieses Diktiergerät aus in verschiedenen Szenarien mit verschiedenen Aufnahmemodi und zeige dir genau, welche Klangqualität du erwarten kannst. Wichtig dabei ist natürlich zu wissen, klar, YouTube
komprimiert den Sound etwas. Das heißt, eine ganz originalgetreue Wiedergabe wirst du hier nicht finden, aber du kannst ja schon ein gutes Bild vorab machen. Diktiergeräte-Ratgeber hilft dir mit zahlreichen Produkttests, konkreten Kaufempfehlungen und nützlichen Tipps und Tricks, das passende Diktiergerät für deine Zwecke zu finden. Der Diktiergeräte-Ratgeber hilft dir mit zahlreichen Tests sowie konkreten Kaufempfehlungen und auch zahlreichen Tipps und Tricks, das für dich passende Modell für deine Zwecke zu finden. Der Diktiergeräte-Ratgeber hilft dir mit zahlreichen Tests, konkreten Kaufempfehlungen und auch nützlichen Tipps und Tricks, das passende Diktiergerät für deine Zwecke zu finden. Der Diktiergeräte-Ratgeber hilft dir mit zahlreichen Tests sowie konkreten Kaufempfehlungen und Tipps und Tricks, das für dich passende Modell für deine Zwecke zu finden. Okay, zum Thema Klangqualität möchte ich gar nicht so lange um den heißen Brei herum reden. Dieses Diktiergerät mit seinen Dreifachmikrofonen bietet wirklich eine sehr, sehr resonanzarme und glasklare Aufnahme. Sicherlich spielt hier auch wieder die Kombination aus verschiedenen Einstellungen und Szenen eine Rolle. Also du wirst nicht drum rumkommen, auch hier etwas rumzuspielen und zu experimentieren. Das ist ganz wichtig. Ich habe in meisten meiner Aufnahmen auch das Stativ genutzt, was dank des Gewindes auf der Rückseite problemlos möglich ist. Oder du musst auf eine ruhige Hand setzen, denn ja, die Mikrofone sind etwas sensibel. Du wirst also später auch schnell Wackel-, Klopfgeräusche oder andere Störgeräusche hören. Das heißt, hier musst du natürlich drauf achten. Unterm Strich spielt das OM-LSP5 Diktiergerät die wohl aber beste Klangqualität meiner bisher getesteten Modelle. Und das möchte schon was heißen. Wie gesagt, seit etlichen Jahren teste ich Modelle. Ich habe auch eine zweistellige Anzahl von Diktiergeräten getestet. Und dieses Diktiergerät hat sich da im Nu an die Spitze mitgesetzt. Und ich bin absolut begeistert. Unglaublich, was der Hersteller aus diesem kleinen Gehäuse hier so alles rausholt. Und das OM-LSP5 ist somit definitiv ein Blick wert für Hi-Fi-Fans, Musikliebhaber, Videoblogger, Podcaster, also alle, die Wert auf hochwertige Aufnahmen legen und diese Aufnahmen dann später auch weiterverwenden oder veröffentlichen möchten, auf jeden Fall. Und übrigens, interessanter Fakt am Rande, in einem Interview mit Olympus, welches auch demnächst hier auf den Diktiergeräte-Ratgeber erscheint und ich dir auch unten verlinken werde, erzählt mir doch der Central Territory Manager von OM, dass sogar Ornithologen dieses Diktiergerät nutzen, um verschiedene Vogelstimmen mit all ihren Nuancen aufzuzeichnen und zu untersuchen. Spricht schon für sich, oder? Fazit. Oh ja, also dieses kleine und kompakte Gerät hat mich soundtechnisch wirklich umgehauen. Dank dieses 3-Wege-Mikrofonsystems hier, und das habt ihr auch im Klangbild oder bei den Klangtests gehört, bietet dieses Gerät wirklich einen wahrhaftig fantastischen Sound, gibt auch die feinen Nuancen wieder. Und ich kann nur sagen, also von meinen bisher getesteten Diktiergeräten, gut, es gibt auch Geräte für Office-Anwendungen, es gibt auch Geräte für einfach nur Sprachnotizen. Aber wenn du halbwegs Wert auf gute Soundqualität legst, zum Beispiel als Musikliebhaber, zum Beispiel als Hi-Fi-Enthusiast. Ich habe letzte Woche auch einen Kumpel bei mir gehabt, der arbeitet im Tonstudio und dem habe ich dieses Gerät auch mal präsentiert und der war auch sehr begeistert ob der Tonqualität. Also dieses Gerät kann sich wirklich sehen lassen. Und zu Recht ist es von meinen ganzen getesteten Geräten, und das ist eine zweistellige Anzahl, alle Tests findest du übrigens nochmal unten in der Videobeschreibung, dieses Gerät mit der wirklich besten Soundqualität. Also hier lässt sich absolut nichts meckern. Kommt natürlich auch dadurch, wie gesagt, 3-Wege-Mikrofon, kommt durch das Audioformat, kommt aber auch durch die unglaublich vielen Einstellungsmöglichkeiten, sodass du entsprechend deinem Anwendungsgebiet, entsprechend deiner Umgebung auch dieses Diktiergerät richtig gut feinjustieren kannst. Wird sich natürlich auch erkauft damit, dass du auch eine Menge Zeit am Anfang erstmal initial reinstecken solltest und musst, um mit diesen Einstellungsmöglichkeiten rum zu experimentieren und die ganzen Funktionen auch erstmal zu verstehen und zu wissen, wann du welche Funktionen am besten anwendest und wie du das beste Soundergebnis daraus erzielst. Ansonsten, es gibt ein paar minimale Abzüge in der B-Note. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht beim Lieferumfang, dass da ein spezieller Windschutz mit dabei ist, der gleich mit dabei liegt.
Gerade wenn ich die Zielgruppe von soundaffinen Personen adressiere, die legen nun wirklich Wert drauf, gerade jetzt auch, wenn sie dann im Außenbereich Aufnahmen tätigen. Sei es drum, auch das Gehäuse hätte ich mir ein bisschen wertiger vorgestellt, aber das sind alles wirklich nur, ist nur Meckern auf hohem Niveau. Insgesamt in seiner Hauptdisziplin, nämlich in der Aufnahme und der Aufnahmequalität, schlägt dieses Diktiergerät momentan alle anderen Modelle. Zudem gibt es ein großes Plus bei der Bedienung und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Bedienung hier über die kleinen Knöpfe und das Mini-Display, sondern dann eher die Bedienung über die App und die finde ich auch richtig effizient und gut gelöst. Man kann viel, viel besser auch die Aufnahmen steuern, man hat mehr Möglichkeiten und Funktionen und das solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen, wenn du dieses Diktiergerät wirklich ernsthaft nutzen möchtest. Übrigens, den ausführlichen Test zu dem LSP5, den findest du auf meinem Ratgeber. Den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Dort auf dem Test findest du übrigens auch noch ganz ausführlich Pro- und Kontralisten, die Bewertung, die Einordnung zwischen den anderen Diktiergeräten, Alternativgeräte und, und. Schau doch mal drauf. Und auch in der Videobeschreibung, falls dir das Diktiergerät jetzt schon zusagt und du es auf jeden Fall kaufen möchtest, findest du auch einen Link, wo du dieses Diktiergerät günstig bekommen kannst. So, das war der Test vom LSP5 Diktiergerät. Ansonsten, wie gesagt, von Olympus habe ich ja schon das DS 2600 eher für die Office-Anwendung getestet. Das Video findest du hier drüben nochmal, kannst dir in Ruhe anschauen. Oder aber im Lager habe ich auch noch das DS 9500. Werde ich ja in den nächsten 2, 3 Wochen auch nochmal ganz genau in die Lupe nehmen. Das Testvideo wirst du dann hier finden. Wenn du da up to date bleiben willst und am Ball bleiben möchtest, dann abonniere doch jetzt einfach diesen YouTube-Kanal. Und ich halte dich da bei allem rund um Diktieren, Diktiergeräte und Transkribieren auf den Laufenden. Bis dann. Ciao.